Ein netter Zuschauer hat mir eine Rolle PLA zukommen lassen, weil er gesagt hat, er hat es angeboten bekommen vom Hersteller. Und bevor er es jetzt in seinem stillen Kämmerlein testet, soll ich es doch lieber testen und ein Video drüber machen. Und gesagt, getan, ihr seht, ich habe einiges gedruckt und wir sehen uns mal an, was denn dabei rausgekommen ist. Vergleich zwischen dem neuen Sunlu Meta PLA und dem eSun PLA Plus. Wer also wissen will, wie das Ganze ausgegangen ist, der bleibt dran. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Mäckerlein. Ich bin die Maggie von Mäckorama.de und heute schauen wir uns mal ein neues Filament an, das meinem Wissensstand nach noch nicht veröffentlicht ist, beziehungsweise es gibt das Ganze schon auf der Herstellerseite im Presale. Die Rede ist vom Sunlu Meta PLA. Bevor wir aber weitermachen, gibt es noch mal ein bisschen schamlose Eigenwerbung. Über 50% meiner Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Solltest du dazugehören, würde ich mich tierisch freuen, wenn du den Kanal vollkommen kostenlos abonnierst. Damit hilfst du mir unheimlich weiter. Und wenn du den Kanal noch finanziell unterstützen möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link zu Patreon. Dort findest du tolle Belohnungen wie Sticker, Bonus-Content und noch mehr. Von daher vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ein Zuschauer, vielen, vielen Dank Peter nochmal dafür, hat mich angeschrieben per E-Mail und hat gesagt, ey Maggie, ich habe von Sunlu angeboten bekommen, hier eine Rolle Meta PLA mal zu testen. Das ist eine 250 Gramm Rolle. Ich habe gesehen, auf dem Kurzvideo bzw. Instagram hat sich der ein oder andere ein bisschen gewundert, dass die Rolle sehr klein ist. Ja, das sind Testrollen. Das sind 250 Gramm Rollen, die sind für Sunlu, glaube ich, relativ üblich. Denn wenn man auf die Webseite von denen geht, sieht man dort, dass auch die 3D-Druck-Kits entsprechend mit 8 von diesen 250 Gramm Rollen angeboten werden. Finde ich ganz cool, weil zum Testen sind manchmal 50 Gramm einfach zu wenig. Das habe ich auch als Feedback von euch in der Mäckorama Probenbox bekommen. Und ja, ich habe versucht, den einen oder anderen Hersteller davon zu überzeugen, aber es ist einfach schwierig, gerade auch in der aktuellen Zeit, dass die Hersteller mal wirklich auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir bieten sowas mal an. Finde ich geil, ja, finde ich geil. 3D Fuel hatte sowas auch mal, die hatten dann, glaube ich, eine 500 Gramm Rolle. Die war dann natürlich doppelt so groß, logisch. Aber ansonsten sieht man sowas leider Gottes eher selten, nur mit den ganz billigen PLAs oder ABS, die mit den 3D-Druckern irgendwann mal mitgeliefert werden. Aber mal wirklich so ein, naja, ich sag mal, von einem namhaften Hersteller wirklich ein Filament zu bekommen auf so einer kleinen Testrolle, finde ich einfach genial. Man kann sich einfach mal alle Farben bestellen, kostet nicht viel Geld und ja, hätte ich gerne mehr. Hätte ich jetzt nur noch gerne ohne so eine Plastikrolle, vielleicht mit einer Papierrolle oder vielleicht sogar gar keine Rolle, dass man es auf eine Masterspool packen könnte. Da rede ich auch schon an den Herstellern seit Ewigkeiten rum, dass das mal bitte machen sollen, aber es machen halt noch nicht so viele, ja. Da könnt ihr auch mal entsprechend in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Wollt ihr lieber eine Plastikspule, Cardboardspule oder aber auch eine Spool-less, also in einem ganz normalen im Vakuumbeutel, was ihr dann selbst auf eurer Masterspool aufzieht. Schreibt es mal unten in die Kommentare, weil wenn ich den Herstellern das immer alleine sage, dann sagen sie, ja, okay, Maggie, beruhig dich, komm mal runter, setz dich wieder hin. Aber wenn dann mehr Leute kommen, dann kann sich natürlich auch nur dann was tun. Ja, was habe ich gedruckt? Ich habe ziemlich viel gedruckt. Ihr seht, die Rolle ist so gut wie leer. Das bisschen, was da drauf ist, habe ich mir aufgehoben, um noch ein paar Testknochen zu drucken. All derweil, ein anderer Peter, nicht der Peter, der mir das geschickt hat, hat eine Tensile-Testmaschine, die ist zwar nicht geeicht, aber er hat gesagt, okay, pass auf, druck mir ein paar Testknochen aus, hat mir Dateien rübergeschickt, die er normalerweise benutzt. Druck mal damit ein paar Testknochen aus und wenn du noch ein bisschen Material übrig hast, dann schick das doch mal gerade mit. Dann kann ich mir noch mal so einen Bruchtest machen oder so eine Materialanalyse machen. Und dann können wir mal gucken, wie das Material aussieht und wie das Material funktioniert. Wir können gucken, wie denn die Bruchstärke ist, also wann es denn bricht im Prinzip. Und wie denn entsprechend die Temperaturbeständigkeit ist, also ab wann es die Biege macht. Und das Ganze natürlich jetzt nicht alleine, sonst macht es keinen Sinn, sondern im Vergleich mit allen PLAs, die ich hier so im Studio noch rumliegen habe. Und das werde ich jetzt demnächst, übernächste Woche nochmal in Angriff nehmen, werde die ganzen Knochen drucken, werde es ihm dann rüberschicken und dann gibt es nochmal ein gesondertes Video, wie denn die ganzen Materialien untereinander abschneiden. Ja, wie gesagt, die Maschine ist nicht geeicht von ihm, es ist eine alte Maschine, die mal irgendwann geeicht war, aber man kann halt nicht mehr hundertprozentig genau drauf vertrauen. Aber im Vergleich, denke ich mal, sollte das dann schon aufzeigen, okay, das Material ist vielleicht ein bisschen stabiler als das. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt, was ich sagen muss. Also das Material ist sehr stabil, kann ich sagen. Ich habe gerade hier den Lattice Cube gedruckt im eSun PLA und im Meta PLA von Sunlu. Und beim Abmachen von dem Sunlu ist gar nichts passiert. Ja, das ist richtig schön stabil. Jetzt sind hier unten so drei Punkte entsprechend. Aber wenn man jetzt mal hier das eSun hochhebt, da sieht man gleich, ich habe es genauso abgemacht wie das Sunlu. Und es ist halt direkt abgebrochen. Ja. Das hat eSun, glaube ich, auch so an sich. Ich habe schon auf Amazon und überall entsprechend viele Kritiken gelesen bei eSun. Auch bei dem ABS Plus, das ist halt sehr spröde, sehr
brüchig ist. Es lässt sich zwar sehr gut drucken, aber dafür ist halt die Stabilität nicht so gut. Bei dem Sunloo PLA, bei dem Meta PLA, also nicht das normale PLA, sondern das Meta PLA, konnte ich bis jetzt gefühlt eine bessere Stabilität feststellen. Ja, aber das ist auch wirklich nur meine Gefühlssache. Also da habe ich jetzt noch keinen wirklichen Test dazu gemacht. Der kommt, wie gesagt, noch. Und ich muss sagen, gefällt mir das Ganze bei dem Meta PLA schon mal einen Ticken besser. Was habe ich denn jetzt noch gedruckt? Natürlich, klar, als allererstes mal ein Testcube, beziehungsweise als erstes natürlich noch ein Temperaturtower, ein Temp-Tower, aber ich habe mir als erstes nochmal dann entsprechend danach einen Cube gedruckt und dann muss ich sagen, bei dem Cube geben sich beide Materialien gar nichts. Die, finde ich, sind beide eigentlich sehr gut rausgekommen. Man sieht, dass das Sunloo Meta PLA ein bisschen mehr glänzt, finde ich, und von der Oberfläche her kommen da ein bisschen mehr die Probleme raus, die ich in meinem Drucker habe. Aber ansonsten muss ich sagen, lässt sich das richtig gut drucken und sind die beiden erstmal gleich auf. Ja? Dann natürlich der Temp Tower. Und beim Temp Tower muss ich sagen, habe ich festgestellt, dass das Meta PLA bei höheren Temperaturen durchaus Probleme mit ein bisschen Problem. Ja, also wir reden jetzt nicht von gravierenden Problemen, das seht ihr auch gleich, wenn ich die Nahaufnahme einblende, nicht so gut abschneidet wie das eSun PLA Plus. Das eSun PLA Plus ist da deutlich stabiler, auch beim Bridging und allem drum und dran. Aber dafür kann ich das Meta PLA auch problemlos direkt bei 180 Grad und sogar vielleicht noch ein bisschen unten drunter drucken. Das heißt, ich würde es eher an der unteren Grenze drucken, wie es der Hersteller angibt. Bei 220 hatte ich dann doch schon das eine oder andere Problem gehabt, beziehungsweise nicht 220, sondern bei 210, Entschuldigung dafür. Aber dafür habe ich bei dem Sunloo Meta PLA nicht so viel Stringing wie beim eSun PLA. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Wenn man nämlich entsprechend mal die zwei Lattice Cube miteinander vergleicht, dann sieht man hier, dass das Stringing, ja, es ist vorhanden beim Meta PLA, aber ich finde, gefühlt ist es beim eSun PLA Plus deutlich markanter. Kann auch durch die Farbe kommen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich habe das Gefühl, auch bei anderen Drucken, dass es beim eSun PLA Plus deutlich markanter ist, das Stringing, als beim Meta PLA. Dann habe ich nochmal einen Vergleichstest gedruckt, und zwar diese Karte hier. Die Links zu allen Testobjekten, auch zum MacroBot und zu dem Gehäuse von der Mini 3 Pro und alles drum und dran, komme ich gleich nochmal drauf, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Und ich muss sagen, hier bei den Details geben sich beide auch nicht wirklich viel. Es sind natürlich jetzt ein paar Einschlüsse drin, ein paar kleinere, aber das sind wirklich Einstellungssachen von meinem Drucker, die nicht so gut funktioniert haben. Einzig und allein, wo ich sage, okay, das Meta PLA hat die Nase so ein bisschen vorne, ist hier hinten auf der Rückseite. Da sieht man an der Oberfläche bei beiden gar nichts, aber wenn man die umdreht, sieht man, dass das Meta PLA, finde ich, deutlich ruhiger und deutlich geordneter ist und weniger Fäden zieht. Und da muss ich ganz einfach sagen, ja, das ist schon ganz cool. Auch die Details hier oben sind beim Meta PLA einfach super ausgeprägt und beim eSun PLA wird das ein oder andere verschlungen. Gerade wenn man sich die Rückseite anguckt, sieht man dort entsprechend schon mal ein paar kleine Fehler, die da drin sind. Da muss ich sagen, hat das Meta PLA deutlich besser abgeliefert. Gerade bei den kleineren Details. Bei der Schrift auch, bei den Konturen auch. Also ich habe wirklich bei beiden Filamenten immer die gleichen Dateien verwendet. Halt, heißt also 180 Grad Druckdüsentemperatur und 60 Grad Druckbetttemperatur. Und ich muss sagen, also das Ergebnis hier gerade bei der Karte, gerade bei der Schrift und hier oben bei den kleinen Details hat das Meta PLA deutlich die Nase vorne, würde ich sagen. Dann habe ich noch mal ein paar Sachen gedruckt, um mal zu gucken, wie verhält es sich denn, wenn ich was Größeres drucke. Und auch hier muss ich sagen, die Rillen, die drin sind, sind wirklich geschuldet durch meinen Drucker. Ich habe auch größere Objekte mit dem eSun PLA auf dem Prusat i3 hinten gedruckt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, geben die zwei sich auch wieder nichts. Also man hat hier so gut wie kein Stringing, ja. Klar, der Boden ist jetzt momentan komplett Müll, weil meine Druckplatte komplett mal ausgetauscht werden müsste. Aber ansonsten druckt sich das echt wertig. Also es fühlt sich ein bisschen mehr an, als wenn es gewachst wäre sozusagen. Wahrscheinlich ist das durch einen Weichmacher oder sonst irgendeinen Zusatzstoff, der da drin ist. Sunloo selbst behauptet, dass das Filament nicht nur stabiler ist, sondern auch bruchstabiler. Und das finde ich natürlich gut. Und genau deswegen habe ich auch gesagt, okay, muss man es mit einem PLA Plus von eSun vergleichen und nicht mit einem normalen PLA oder sowas in Richtung. Man könnte es vielleicht noch mit einem Pro PLA von 3D Fuel vergleichen, wobei ich da auch sage, okay, das Pro PLA ist halt wirklich auch so der Ferrari unter den PLA-Filamenten, ja, weil es halt erstens sich mega gut drucken lässt, also so ein gutes Druckbild habe ich bei vielen noch nicht gesehen und es halt auch super stabil ist, ja. Mit der Stabilität könnte das Sunloo Meta PLA, denke ich mal, rankommen.
von der Druckqualität her, glaube ich, ist das 3D Fuel Pro PLA noch mal ein kleines Stückchen besser. Und preislich gesehen geben die beiden sich, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr viel. Wo wir gerade dabei sind, ich habe auf der Webseite von Sunroo geguckt, weil das die einzigste Quelle ist momentan, wo man das, die Preise herbekommt. Da steht der Preis mit $22,95 pro Kilo. Auf Amazon.com sind die Produkte zwar schon gelistet, aber nicht verfügbar, und auf Amazon.de sucht man das Ganze vergeblich. Da gibt es ein Sunroo PLA, aber nicht das Meta PLA. Und also das bitte nicht verwechseln, wenn ihr es sucht. Und natürlich, wenn ihr das Video seht, kann es natürlich sein, dass das Material schon längst von Sunroo veröffentlicht worden ist. Ihr könnt das Ganze aber im Pre-Sale auf der Webseite von Sunroo, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, vorbestellen. Ich muss sagen, die Farben, die sie rausgebracht haben, gefallen mir richtig gut. Und das ist noch ein Punkt, wo ich sage, okay, das würde ich mir von anderen Herstellern auch wünschen. Farben, 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 ja. PLA kann quasi jeder, da gibt es Nuancen, in denen sich die Materialien mittlerweile nur noch unterscheiden. Das Wichtige sind halt Farben. Das haben Firmen wie Fiberlogy, Filamentum oder aber auch Colorfab entsprechend erkannt. Natürlich auch Prusa Labs entsprechend. Die haben auch sehr schöne Farben draußen für die Materialien, die sie anbieten. Und das ist, finde ich, so ein Knackpunkt, dass man sagt, okay, ich bin gerade zum Beispiel mal für ein Projekt, ich kann es ja mal kurz zeigen, so ein kleiner Teaser, das hier, mehr kriegt ihr nicht zu sehen. Da bin ich auf der Suche nach einem olivgrünen ABS oder auch ASA. Ja, und da gibt es nur einen Hersteller, der das anbietet, wo ich sage, okay, kann man sich mal antun. Klar, es gibt noch jede Menge Billig-China, irgendwas, No-Name-Hersteller auf Amazon und sonst wo im Internet, wo ich aber sage, okay, da ist die Druckqualität wahrscheinlich zweifelhaft. Und das ist halt das Problem, was ich sehe, dass man halt bestimmte Materialien nicht in bestimmten Farben bekommt und dann anfängt halt Objekte, die eigentlich schön gedruckt sind, zu spachteln und dann entsprechend auch natürlich zu lackieren. Und das muss natürlich nicht sein. Also wenn ich mir jetzt hier mal das eine Teil hier angucke, was ich gedruckt habe, das ist von der Druckqualität her wunderschön rausgekommen. Zeige ich euch natürlich jetzt nicht. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Kommt auch bald ein Video dazu. Ist noch ein Top-Secret-Projekt sozusagen. Das ist auch nur ein Prototyp. Das ist nicht komplette Größe oder so in Richtung. Da fehlt auch noch einiges dran. Aber es wird ein spannendes Projekt. Und da würde ich mir halt wünschen, dass es halt bestimmte Farben gibt einfach für ABS. Ich weiß, 3D Fuel bietet auch so eine ähnliche Farbe an. Aber die dann beizubekommen, weil die dann meistens ausverkauft sind oder nicht gerade hergestellt werden, ist es halt gerade in der aktuellen Zeit sehr schwer. Und auch schon vor der Pandemie war es schon sehr schwer, entsprechend solche Sonderfarben zu bekommen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Hersteller nicht nur die Standardfarben anbieten, sondern auch mehr Farbe in ihr Sortiment reinbringen. Und deswegen gefällt mir das Ganze. Mir fällt gerade der Name von der Farbpalette, die Sunroo dem Meta PLA gegeben hat, nicht ein. Da gibt es wirklich schöne Pastelltöne. Gerade hier das Smaragdgrün gefällt mir richtig, nicht Smaragdgrün, aber dieses Teal Cream, glaube ich, nennen die das, gefällt mir richtig gut. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Hersteller ein bisschen mutiger werden und ein bisschen mehr in Richtung Farbe gehen, anstatt irgendwie Spezialfilamente. Genau. Dann, das kennt ihr von letzter Woche. Ja, da haben schon viele gesagt, ey cool, nice Farbe, ja. Der Messergriff, den habe ich auch in dem Meta PLA gedruckt, muss ich sagen. Also der fühlt sich gut an. Der fühlt sich so an, als wenn es ein bisschen gewachst wäre. Liegt unheimlich gut in der Hand. Kann man also nicht meckern. Und in diesem Sinne, ja, das waren jetzt schon die Objekte. Ich blende euch gleich nochmal von allem nochmal ein bisschen B-Roll ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und übrigens, wenn ihr nicht verpassen wollt, ob das Gehäuse hier nicht nur passt, sondern was ich denn überhaupt mit dem ganzen Ding vorhab, dann müsst ihr unbedingt den Vlog-Kanal abonnieren. Da gibt es nämlich entsprechend das passende Video dann dazu. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tretet doch der Mekorama Family bei. Wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Patreon-Link. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.